Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem Let's Play The Crew. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ja, wir sind Ironclad Sprint. Ah, ich weiß, dass es war. Es war echt. Oh, keiner denn hier. Dann machen wir einzeln. Das war eine coole Sache. Muss das da auch querfeld ein? In einer gewissen Zeit irgendwelche. Erklärst du mir den Plan nochmal? Wir nennen das den Ironclad Dash. Das ist eine legendäre Benchmark hier, klar? Pulverisiere ihren Rekord und ernte Prestige für die Dies. Brich den Rekord, dieser Penner! Ja. Man muss innerhalb einer gewissen Zeit durch diese Checkpoints fahren. Das geht echt querfeldein. Ah, fuck. Also werden wir es natürlich nicht schaffen. Ah, das kann man jetzt schon vergessen. Hey, hier geht die Zeit aus. Ach nee. Stand dummerweise ein doofer Baum im Weg. Das schaffen wir nicht. Das müssen wir nochmal machen. Nochmal. Stand dummerweise ein doofer Baum im Weg. Aber das ist cool. Komm, springen wir. Ups. Entschuldigung. Ah, das wird echt knapp. Problem ist, wenn der immer so ausbricht, verlierst du unwahrscheinlich Geschwindigkeit. Hey, hier geht die Zeit aus. Ach nee. Du laberst eine Gülle, Junge. Oi, schöner Start. Jetzt bloß keinen Baum mitnehmen, jetzt bloß keinen Baum. Komm, das wird ganz knapp, das wird ganz knapp. Alter, wird das knapp. Wow, 0,9. Und 9. 0,9 Sekunden. Fast unter. Naja, ihr wisst. Ja, ich bin sprachlos gerade. Eieieiei. Und gleich noch Stufe 8. Was haben wir? Silber? Ja, Bronze, Silber. Silber, was ist denn da Bronze? 0,5, Bremsen gewonnen. Gut, ah, immer besser, Kleiner. Ah, schön. So wird's gemacht. Der gebrochene Rekord ist eine klare Botschaft. Die Detroit 510s übernehmen St. Louis. Zoe, hast du die St. Louis V2 schon unter Zeugenschutz? Vielleicht. Wieso sorgst du dich so um die Tussi? Ich will kein Blut an den Händen. Wieso? Ich will nur, dass du überlebst. Die neue ID ist in der Pipeline. Gut. Ja, ich hab da was, das zu sehen. Das sieht schon geil aus. Check die Karte.
Was hast du denn, Junge? Da ist was Neues aufgebaut. Freunde bis zum Ende. Ich kann gerade schon Sender werden. Meiner nachmachen beim Fahren so den Radiosender zu wechseln. Wie weit haben wir es denn noch? 400 Meter sind gleich da. Übrigens kann man die Karte unten auch groß machen. Aber ich glaube, da war es ja. Ich glaube, das wäre dann zu groß, oder? Das wäre jetzt für die Geschichte eben mit diesem Alter. Die Iron Cloud Geschichte wäre das natürlich gut gewesen. Spiel mit einer Kuh. Ist jemand in der Nähe? Okay. Spielen wir es im Einzelnen. Entkomme treues Kuh. Na, das sagt ja schon alles. Erkennst du die Kiste? Gehört der V2 aus St. Louis. Jemandem, der tot sein sollte. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Warte auf meine Jungs, dann findest du es heraus. Oh, ernsthaft? Schöne Feld, der arme Bauer. Ich weiß nicht, wie du leiden wirst, wenn ich dich in die Finger kriege. Zoe. Troy weiß, dass ich die V2 nicht gekillt habe. Was? Wie? Keine Ahnung, aber ich habe seine Jungs am Hals. Bist du aufgeflogen? Ich denke nicht. Aber mit Troy will ich nicht mehr arbeiten. Ich brauche einen Wald, ich brauche einen Wald. Ich muss durch den Wald fahren. Oh, da hinten ist noch einer. Fuck, wo kommt der denn her? Was sollen die Scheiße? Ich bin doch direkt am Baum lang gefahren. Wie kann der denn mich neben mir fahren sein? Wir fahren mal bei der Polizei vorbei. Vielleicht machen die was. Hallo, Herr Officer. Ich werde hier drangsaliert von ein paar Banausen. Die Polizei macht natürlich nichts. Aus diesem Radius raus. Polizeisperre. Was aus? Jetzt. Ah, alles klar, ich bin nicht wieder drin. Scheiße, ich komme da einfach nicht raus. Der ist schneller als ich. Gleich wieder eingeholt.
Ungefähr fällt ein. Oder ich fahre gegen den Baum, super. Nein, wieso? Alles klar, geschafft. Wow. Uiuiui. Oh, die Karre sieht aus, ey. Ach, das hätte man besser einkriegen können. Das letzte Mal bin ich durch den Wald gefahren, da sind die erstmal links, rechts selber gegen die Bäume geknallt. Alex, bist du okay? Bestens. Und die V2? Sie ist weg. Tut mir leid, Alex. Troy hat sie. Alex? Okay, ich bin okay. Schätze, ohne Troy stehen wir wieder am Anfang. So, auf dich hat Troy also einen Killer angesetzt. Wer bist du? Ich heiße Herschel Craig und bin V2 in Chicago. Komm rüber. Ich könnte einen wie dich gebrauchen und sorge dafür, dass du am Leben bleibst. Zoe, ein Typ namens Herschel Craig hat mich nach Chicago eingeladen. Fein gehabt. Herschel ist dort wie du. Er und Troy wollen wie vor für den ganzen mittleren Westen werben. Er verschafft dir dein Tattoo, Alex. Setze einen Wegpunkt und los. Gut. Dum-dum-dum-dum-dum. Chicago? Der Chauffeur. Und dann fahren wir nach Chicago. Komm schon. Na. Ich sehe es nicht. Da ist es. Wow. Da stellt denn da Bäume hin. Boah. Wer hat denn diese Wegstrecke gebaut? Ah, schafft man nicht. Ja, mal schauen, was uns Chicago bringt. Ob wir da endlich unser 510-Tattoo kriegen. Haben wir nun schon echt viel gemacht. Und ganz schön den Arsch aufgerissen für die. Ich schicke dir einen Treffpunkt. Fahr hin und wir können reden.
Was ist denn noch? 1,5 Kilometer. Das schaffen wir doch noch. Jetzt habe ich natürlich nicht auf die Straße mal wieder geguckt. Dann passiert nämlich immer sowas. Denn das eigentlich aus der Inward-Sicht an aus. Was gefällt euch eigentlich besser? So oder Motorhaube? Das ist eigentlich auch ganz schick. Dann ungewohnt. Weil ich jetzt tiefer. So, der Chauffeur. Na, machen wir doch. Ist nicht schlimm, wenn du mal die falsche Abzweigung nimmst. Den Navi berechnet dir eine neue Route. Schön. Fahre Herrscher Quake quer durch die Stadt. Wurde auch Zeit. Bring mich in diesen Baby, Ort. Was kostet schnell. Es da? Wir reden unterwegs. 50 die Stunde? Na komm, steig ein. Hey, Krankenwagen geschnitten. Bring mich durch die Stadt zum Waterpark. In einem Stück. Der Anzug war teuer. Los! Achso, da ging's rein. 4 Kilometer in 2 Minuten, 5 Kilometer in 2 Minuten. Geh nochmal weg. Ich mach lieber wieder die, gefällt mir besser. Also ist der Sound da besser. Wow. Das hat wehgetan. Du willst dein 510-Tattoo? Ich kann's dir geben. Verhilf mir zum V4, das gehört dir. Was brauchst du? Troy. Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin V4. Schaffst du das? Ja. Gut. Packen wir es an. Ich bin nicht mehr konzentriert jetzt. Ah, das ist dann nervig, das schaffen wir nicht. Müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal machen. Gerade echt nicht am Aufpassen halt bin. Mir nicht zurück. Ah, das schaffen wir nicht. Kilometer in 20 Sekunden. Vor allen Dingen nicht so. Das Ziel. Das schaffen wir diesmal nicht. Noch ein Block oder so. Ah, 500 Meter noch. Schade. Gut, machen wir nochmal. Ich drücke mal den falschen Knopf. Wiederholung. Wurde auch Zeit. Bring mich an diesen Ort. Schnell. Wir reden unterwegs. Bring mich durch die Stadt zum Waterpark. Ganz schön unhöflich ist er. In einem Stück. Der Anzug war teuer. Los! Ja, schön, reib mir doch noch einen Anzug unter die Nase. Seht doch keine Sau. Apropos Nase, meine Nase juckt. Na komm. So, Nitro haben wir auch wieder voll.
Ja, das läuft doch schon ein bisschen besser. Hoffe ich. Nein! Ich dachte, ich komme noch vorbei. Du bist ein Five Tentatu? Ich kann's dir geben. Verhilf mir zum V4 und es gehört dir. Was brauchst du? Troy. Schlage seine Fahrer in meinem Namen und ich bin V4. Schaffst du das? Ja. Gut. Packen wir es an. Ich dachte, ich komme noch bei dem vorbei. Na gut, wir müssen wieder abheben. Gib Gas, ich komme zu spät. Schaff mal wieder nicht. Schaff mal wieder nicht. Aber okay, wir schon wir jetzt doch schaffen wir, das schaffen wir diesmal. 400 Meter noch, komm, 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 10 Sekunden. 300. Wenn jetzt keiner reinfährt. Und, ja gut, fast 4 Sekunden noch gehabt. Eieieiei. Mission erfüllt. Stufe 8 und komm, Stufe 9. Jawoll. Aber irgendwie steige ich jetzt in Stufen schneller als beim Beta. Da war ich jetzt gerade immer Stufe 6 oder so. Motogern. Ich glaube, wir haben schon einen ganz guten. Ja, kommt, den packen wir ins Hauptquartier. Gut. Ich würde mal sagen, wir machen aber hier eine Pause. Da sind wir. Wenn er jetzt gleich ausgelabert hat. Wir haben einen Deal. Schlage Troy, hol mir mein V4 und du bekommst dein Tattoo. Check die Karte. Du musst ein Rennen gewinnen. Dann gibt es das Tattoo? Das war der Deal. Jetzt verdienst dir. Gut, aber wir machen jetzt eine kurze Pause. Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play The Crew mit dem Sascha. Bis morgen, ciao.